Erstmal schön zu sehen, dass so viele Personen erschienen sind. Das ist, um es ehrlich zu sagen, ein Privileg und auch ein großes Glück, dass es überhaupt ein Interesse daran gibt, dass wir Dinge erzählen, die, zu denen wir uns auch schon länger Gedanken gemacht haben. Aber bevor ich jetzt weiterspreche, mein Name ist Josephine Apraku. Ich habe Afrikawissenschaften studiert und Gender Studies und mache seit 2008 ungefähr Bildungsarbeit zum Thema Rassismus, vor allem auch mit Blick auf das Thema Kolonialismus, und durfte im letzten Jahr das Buch Kluft und Liebe veröffentlichen, ein Buch, das ich schon lange in mir getragen habe, und deswegen bin ich total froh, dass ich hier heute sprechen kann. Ich lasse dich auch noch was kurz zu dir sagen, aber bevor ich das mache, ich möchte kurz zu meiner Verteidigung sagen, mein Handy liegt nur hier, weil ich auf die Zeit achte. Und ich denke, einen Hauch werden wir wahrscheinlich überziehen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Hi, mein Name ist Indujin Vardaraja. Ich lebe auch in Berlin, bin hier auch, also so erstmal hier zu sein. Ich habe politische Geografie studiert und arbeite hauptsächlich zu den Themen Staatenlosigkeit und Vertreibung und habe letztes Jahr im Verlag Hansa Blau ein Buch herausgebracht mit dem Namen An alle Orte, die hinter uns liegen. Ja, wie gesagt, also ich freue mich erstmal hier zu sein. Mein Name ist Indujin Vardaraja. Ich lebe genauso wie Josephine auch in Berlin und wir haben beide letztes Jahr zwei Bücher rausgebracht, Josephine, Kluft und Liebe, und ich, An alle Orte, die hinter uns liegen. Heute geben wir euch eine kleine Textpassage oder lesen wir euch jeweils kleine Textpassagen aus diesem Buch vor. Genau, wir haben uns so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir heute sprechen wollen, und haben uns darauf geeinigt, dass wir das gar nicht so doll planen, weil manchmal Gespräche dadurch unorganisch werden. Zum einen, zum anderen aber auch, weil wir so ein bisschen überlegt haben, was sind unsere unterschiedlichen Bezüge auch zu bestimmten Themen. Und wir werden wahrscheinlich ungefähr drei Themen aufgreifen. Dazu gehört als erstes Schreiben, Verantwortung und Hoffnung. Ich bin gespannt, was du zur Hoffnung sagst. Kleiner Teaser. Aber ich würde vielleicht so anfangen. Wenn Schreiben ein Gefühl wäre, was du am Körper wahrnimmst, wie würdest du es beschreiben? Schwer zu sagen, ein Kampf fast. Also ich schreibe schon seit meinem 20. Lebensjahr und das hat sich so für mich als eine Ausdrucksform entwickelt, in der ich vor allem eher schwere Dinge zum Ausdruck bringe und auch so ein bisschen in die Welt schreibe, nicht unbedingt mit einem Publikum oder einem Ziel im Kopf, sondern eher jetzt. Nicht wirklich mit einem Ziel oder einem Publikum im Kopf, sondern eher so mit dem Drang, einfach Dinge aus mir herauszubringen und zu stoßen in gewisser Weise. Genau, und ich sehe die Praxis des Schreibens auch in gewisser Weise als etwas Therapeutisches, aber eben auch eine Form des kollektiven Teilens und der Verschreibung von Geschichten, die vor allem eben nicht im Kanon sind, dem sogenannten Kanon. Wie siehst du das? Ich würde, bevor ich antworte, noch kurz rückfragen, was meinst du mit therapeutisch? Therapeutisch im Sinne von, dass viele Dinge, mit denen ich mich beschäftige, nicht unbedingt Dinge sind, die ich in Büchern gefunden habe, gelesen habe, mir irgendwie auch beigebracht wurden, ob jetzt im Bildungswesen oder außerhalb dessen. Weshalb für mich das Schreiben vor allem eine Form ist, in der ich meine eigene Existenz bezeuge, aber eben auch die Geschichten, die real für mich sind und auch für viele andere Menschen versuche zu bezeugen. Ich glaube, ich kann am ehesten anknüpfen bei dem Aspekt, den du gerade am Anfang eingebracht hast, nämlich dieses Kampf. In meinem Fall, glaube ich, ist es so, dass ich eigentlich immer das Gefühl habe beim Schreiben, es ist so eine seltsame Mischung aus vielen unterschiedlichen Gefühlen, die irgendwie nicht zusammenpassen und irgendwie doch zusammenpassen, weil ich sie ja offensichtlich gleichzeitig in dem Moment wahrnehme. Aber ich glaube, für mich ist es so eine Mischung aus Mut, weil ich von klein auf an gelernt habe, dass meine Geschichte nicht relevant ist, weil ich ja konfrontiert worden bin mit anderen Geschichten, die vermeintlich relevant sind, und auch meine Geschichte übertünchen, im Grunde wie Farbe eine Wand. Und dann aber ehrlicherweise auch sicherlich auch deshalb manchmal so ein Gefühl von Selbsthass auch und ein seltsamer Perfektionismus. Und wenn ich Perfektionismus sage, das ist mir vielleicht auch noch wichtig zu erklären, ich habe vor kurzem das Manuskript einer befreundeten Person gegengelesen, weil sie zu einem Kapitel meine Meinung haben wollte,
Und ich fand es total interessant und das erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an, ich unterrichte ja auch an der Uni, an zum Beispiel Bachelorarbeiten, die ich schon gegengelesen habe, die ich sozusagen habe bewerten sollen. Und ich kann das gerade besser nicht sagen, aber dass ich merke an mir, dass ich sozusagen der Prozess für mich so ein privater Prozess ist, bis ich etwas abgebe, ist es so, dass ich das Gefühl habe, viel tiefer kann ich nicht reingehen, ich habe es schon oft geschliffen und so weiter. Und auch, dass ich Sachen eher abgebe, wenn ich das Gefühl habe, das ist was, womit ich sozusagen rausgehen kann. Und ich glaube, dass andere Menschen und sicherlich auch im Hinblick auf ihre soziale Position manchmal eher sozusagen sich wohl damit fühlen, auch Sachen rauszugeben, die ich nie unter gar keinen Umständen rausgeben wollen würde, die ich wahrscheinlich sogar von meinem Computer löschen würde, wenn ich denken würde, dass eine andere Person sozusagen meinen Computer gehackt hätte und die Sachen liest. Und ich glaube, das knüpft aber sehr auch an das, was du sagst, nämlich Geschichten zu erzählen, die ja in gewisser Weise auch Zeugnis ablegen vom Dasein, von der eigenen Existenz und damit eigentlich auch einer kollektiven Existenz. Also ich finde es auch interessant, dass wir beide ja auch, ich glaube, ähnliche Erfahrungen gehabt haben in der Schule, was das Schreiben auf Deutsch angeht und mit die Erfahrung in der deutschen Sprache, auch die Bildung in der deutschen Sprache. Also zum Kontext einfach so, ich war also jahrelang eben auch im Förderunterricht während der Grundschule, weil alle geflüchteten tamilischen Kinder in den Förderunterricht ja, gesteckt wurden, egal wie gut oder wie schlecht ihr Deutsch war. Und auch mit der Voraussicht, dass wir natürlich eben auch nur bestimmte Erwartungen damit verbunden waren, was unseren Fortschritt angeht, was unseren Bildungsweg angeht. Deshalb für mich das Deutsche eben auch eine Sprache ist, in der das Schreiben mir nicht unbedingt schwerfällt, aber zumindest weiß ich, dass mit dem Deutschen eben auch eine bestimmte Art von Publikum eben auch Einblick hat auf das Geschriebene und auch eine gewisse Art von Kontrolle auch ausübt, die sich da sind, vor allem eben im Ausdruck, dass bestimmte Ausdrucksweisen, Bilder, auch Methodiken, wie man mit Wörtern umgeht, auch mit Grammatiken angekreidet werden. Und das finde ich eigentlich interessant, jetzt mittlerweile jetzt in dem Alter zu sein, ein Buch zu haben, das auf Deutsch geschrieben ist, eine Sprache, die nicht die Sprache, also in meinem Fall meines Zuhauses auch ist, und gleichzeitig aber eben die Sprache ist, in denen wir Geschichten schreiben, die auch nicht unbedingt in dieser Sprache existiert haben bis dahin. Ich finde es spannend, weil tatsächlich, ich glaube, das ist eine ähnliche Erfahrung, dieses Moment des Deutschförderunterrichts, und ich merke das tatsächlich auch beim Schreiben, dass ich immer noch in gewisser Weise diesen Moment in mir spüre, dieses, es gibt eine Kontrollinstanz, die sich meine Texte anguckt. Und ich glaube, der für mich zumindest größte Grad an Freiheit, den ich inzwischen habe, ist die Tatsache, dass ich ziemlich schlecht darin bin, Kommas zu setzen. Und dass ich aber inzwischen gesagt habe, einerseits, es gibt Duden-Mentor, nur mal so, aber dass ich tatsächlich inzwischen an einem Punkt bin, wo ich mir denke, und irgendwie ist es auch egal. Also einerseits werden Texte natürlich ehrlicherweise lektoriert, das heißt, vielleicht ist es auch okay, wenn ich das nicht kann, und es gibt Leute, die Sachen besser können als ich, aber vielleicht erzähle ich sozusagen die Geschichte auf eine bestimmte Art und Weise. Aber ich finde das auch so einen wichtigen Punkt, also für mich selbst sozusagen dahin gekommen zu sein. Und auch hier, weil ich an der Uni unterrichte und da natürlich in meinen Kursen zumindest oft auch Leute sind, die zum Beispiel Rassismus erfahren, die zum Beispiel auch im Deutschförderunterricht waren, wie du gerade sagtest, ganz unabhängig davon, wie gut tatsächlich ihr Deutsch war oder eben auch nicht. Und aber auch immer wieder zu sagen, und du darfst trotzdem deine Geschichte erzählen. Und zwar so, wie du möchtest. Und im schlimmsten Fall kannst du so wie ich nicht besonders gut Kommas setzen, aber das macht deine Geschichte maximal ungenau und nicht insgesamt falsch. Und ich glaube, das ist für mich sozusagen der vielleicht größte Befreiungsschlag in diesem Kampf des Schreibens. Also ich muss immer wieder daran denken, an die Grammatik eben auch und die Regulierungen und die Ordnungen, die eine Grammatik schafft und die vor allem eben bei Menschen, die sich anders in einer Grammatik bewegen, immer wieder eben auch kritisiert werden und immer wieder auch eingefordert wird, dass sie im Einklang sich bewegen müssen mit dem Kollektiv, das imaginäre Kollektiv, das eine bestimmte Art von Uniformität auch eben verlangt und einfordert und gleichzeitig jegliche Form von Abweichung benennt, stigmatisiert, vielleicht sogar kriminalisiert und in Büchern eben auch mittlerweile auch verschiedene Formen von Ausdrücken, Wörtern eben auch eben, ja, existieren oder neu geschaffen werden und auch so ein bisschen die Sprache an ihre Grenze versuchen zu bringen. Wir leben ja auch in der Zeit, in der sehr, sehr viele Menschen, sehr viele rassifizierte Menschen eben auch Bücher schreiben, publiziert werden. Natürlich alles im Sinne einer Marktlogik, die davon ausgeht, dass auch
Diversität, die sogenannte Diversität, einen ökonomischen Wert hat, kapitalistisch ausbeutbar ist und damit Geld gemacht werden kann. Und weshalb ich es eigentlich interessant finde, dass wir beide im gleichen Jahr ein Buch rausgebracht haben und eben auch mit dieser Marktökonomie und den fragwürdigen Ansätzen, mit denen Menschen, klassifizierte Menschen eben auch eingekauft werden, um Bücher zu schreiben und ihre Geschichten einem weißen Publikum zu präsentieren, dass wir in so einer Verkettung auch stecken, aber gleichzeitig auch versuchen, uns da heraus zu emanzipieren und auch in gewisser Weise eben auch uns dessen zu widersetzen. Möchtest du vielleicht eine Passage vorlesen? Gerne. Wie du dich widersetzt in Schriftsprache? Also ich hatte eigentlich eine andere Passage mir ausgesucht, aber aufgrund von Zeitmangel habe ich jetzt eine kürzere Passage mir ausgesucht. Ich bin ziemlich kurzsichtig und ich habe keine Kontaktlinsen, auch keine Brille dabei, deswegen werde ich das Buch jetzt sehr nah an mein Gesicht halten müssen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Hast du irgendwie nicht, aber... irgendwie schaffe ich das schon. Heute ist der weltweite Artenbestand von ElefantInnen durch das systematische Morden des Menschen bedroht. In Zentralafrika ist die Elefantinnenbevölkerung beispielsweise innerhalb nur eines Jahrzehnts um 64% zurückgegangen. Von der ursprünglichen asiatischen Elefantinnenbevölkerung sollen nur noch 15% überlebt haben. Diese Informationen lassen sich schnell, kompakt und relativ regungslos rezitieren. Sie lassen sich in Supports, Artikeln, Dokumentationen oder Ausstellungen in Wörtern, Zahlen und Bilder fassen. Doch was genau bedeuten sie? Was bedeutet der Verlust von 64% oder 85% einer Bevölkerung? Wie lassen sich diese sterilen Zahlen erklären? Wie versteht Mensch sie? Und wie fühlt Mensch sie? Noch wichtiger ist jedoch die Frage, was nach all diesen Zahlen übrig bleibt. Wer nach dieser Zerstörung wie übrig bleibt? Wie überlebt und besteht man eine solche Dezimierung? Wie trauert man, wenn das Morden nicht im Singular stattfindet? Wenn das Morden kein Ende findet? Wenn es nicht nur Teil einer Vergangenheit ist, einer Erzählung mit einem absehbaren Ende, sondern auch die Gegenwart prägt und jegliche Aussichten auf eine lebenswerte und lebensfähige Zukunft trügt? Wie fühlt es sich an, wenn man rückläufig ist? Wenn die Zahlen sich verringern, der Raum sich verkleinert, die tote Bevölkerung die Lebende einholt. Wie lebt es sich mit mehr Toten als Lebenden, wenn man plötzlich als vom Aussterben bedroht gilt, eine Rarität wird, ein Sammelwert gewinnt, wenn die Bevölkerung unter der Erde größer ist als die Bevölkerung oberhalb der Erde, wenn es nicht mehr genug Lebende gibt, um sich an alle Toten zu erinnern, wenn die Lebenden im Gedenken an die vielen Toten langsam zu ersticken drohen, wenn man zwischen am Leben sein und im Leben sein unterscheiden muss. Wenn man lebendig konserviert werden muss, künstlich am Leben gehalten werden muss, um statistisch als existent und lebensfähig zu gelten. Wie lebt es sich, wenn man noch atmend zu einem Museum erklärt wird? Wenn es am Leben sein zu dem eigentlichen Albtraum wird? Dieses Gefühl, nicht zu existieren und gleichzeitig Raum einzunehmen und einen Schatten zu werfen, war der Frau auf dem Foto nicht fremd. Auch sie war im Augenblick dieses Aufeinandertreffens von verschiedenen Welten im Zoo in Teilen anwesend und gleichzeitig in anderen abwesend. Und das, obwohl es in ihrem Körper, in seiner physischen Form, an nichts fehlte. Zumindest ließ sich nichts davon mit dem bloßen Auge erkennen. Es waren weder Wunden noch Narben an ihrer Körperoberfläche zu sehen. In dem Bild, in dem ich mich in der Abwehr befand, war zu erkennen, dass es ihr an keinen Gliedern fehlte, die zwischen Pogromen, Krieg, Völkermord und Flucht zurückgelassen werden mussten. Sie kam mit der gleichen Anzahl an Beinen und Armen an, mit der sie aufgebrochen war. Und dennoch war sie, die Person, die vor mir auf dem Bild stand, unvollständig. Ihrem Körper fehlte etwas. Etwas, was sich wenige Jahre nach ihrer Flucht noch nicht an ihrem Körper zeigen würde. Das bloße Auge konnte diesen Zustand des Fehlens nicht erkennen. Dieser Bruch zwischen dem, was außerhalb des Bildrahmens lag und dem, was sich gleichzeitig tief unter der Hautoberfläche ausbreitete, war mit dem Kameraobjektiv unmöglich einzufangen und in der Form bildlicher Erinnerung wiederzugeben. Unvollständig stand Ammas Körper nicht nur im Foto, sondern auch in dem Elefantenhaus. Das, was vor meinen Augen in meinen Händen liegt, war nicht nur der Rücken ihres Körpers, sondern auch der Schatten ihrer selbst. Obwohl sie einen Teil der Bildfläche einnahm,
war sie nicht mehr dieselbe Person, die sich auf dem Selbstprozess von Jalpanam befand. Die Person, die gegangen war, war nicht mehr dieselbe Person, die gekommen war. Die Person, die sich in dem Moment, während ich das Foto betrachtete, im Geschoss unter mir befindet, die erschöpft in den Tag gestartet war, um in der Küche einen ilam-tamilischen Exilradiosender aus London über ein iPad in einer so überholten Lautstärke zu hören, dass ihr beinahe das lateinische Alphabet aus den Ohren fiel und ihr Ehemann des Schlaf der Nachtschicht geraubt wurde, war nicht mehr dieselbe Person, die im Elefantenhaus gestanden hatte. Sie war auch nicht mehr dieselbe Person, die nach dem Ausbruch des Völkermords in Ülam Selbstprozess von den Zuständen ihres Körpers aufnahm und sie in Richtung eines Geflüchtetenlagers in der Bundesrepublik verschickte. Die Frau auf den Bildern im Frühjahr 1984 unterschied sich nicht nur in ihrer Kleidung, in der Länge ihrer Haare, der Fülle ihrer Wangen, dem Make-up auf ihrer Haut, dem Boden unter den Füßen, den Lichtverhältnissen und Temperaturen der jeweiligen Räume, sondern auch in dem, was mit ihr und in ihr auf dem Weg von einem Bild zum anderen, von einem Album zum anderen geschehen war. Das, was zwischen den Bildern mit ihr geschehen war, war genau das, was die Distanz zwischen dem einen und dem anderen Bild ausmachte, die Differenz darstellte. In dem Moment, in dem sie zaghaft die Tür ihres Hauses in Nelia, die hinter sich zuzog, begann sie eine neue Geschichte zu schreiben. Und gleichzeitig beendete sie eine andere Geschichte und ließ einen Teil ihrer selbst in dieser Geschichte zurück. Der sich bewegende Teil Shantinis trennte sich mit jedem Meter, der zwischen dem Ausgangspunkt und den nicht enden wollenden Ausgangspunkten lag, von der Shantini, die sie noch vor dem Besteigen des Motors war. Ich würde vorschlagen, wir gehen tatsächlich vielleicht auch mit Blick auf das, was du gerade gelesen hast, direkt weiter zur Verantwortung und vielleicht auch die Verknüpfung der Frage mit dem Teil, über den wir gerade schon so ein bisschen gesprochen haben, nämlich Schreiben. Welche Verantwortung hast du beim Schreiben gefühlt? Also beim Buch spezifisch dreht sich ja so ein bisschen so um eine Distanzierung der Analyse der kolonialen Verhältnisse von dem anthropozänen Blick hinein in die Naturen und in die Landschaften und andere Lebensformen. Also ich empfand natürlich eine Verantwortung darin, dass ich als ülam-tamilische Person ein Buch schreibe auf Deutsch. Es gibt ja nicht sehr viele Ülam-Tamilinnen, die auf Deutsch schreiben, die in Deutschland publiziert sind. Dementsprechend hat man schon eine bestimmte Art von Verantwortung, wie man die Geschichte nach außen zeigt und auch welche Geschichte man erzählt, welche Politiken man betont. Und welche Kompromisse man eingeht. Also ich fand das eigentlich ganz wichtig, weil wir in einem politischen Klima leben, in dem natürlich immer wieder eben auch bestimmte Formen von Politiken eben auch verboten, kriminalisiert oder stigmatisiert werden. Vor allem Widerstandspolitiken, vor allem bewaffnete Widerstandsbewegungen, aus denen wir ja auch kommen, aus solchen Geschichten. Und diese Geschichten fand ich Geschichten, die für mich aus einem Prinzip heraus auch nicht verhandelbar waren. Weshalb es für mich eben auch von Bedeutung war, eben auch nicht sich reduzieren zu lassen, nur um einem bestimmten Publikum gefallen zu wollen, sondern wirklich die Geschichte so zu erzählen, dass sie das Publikum, aus dem du selbst herauskommst, aus der Geschichte, aus der du kommst, tatsächlich eben auch reflektierst, aber eben auch stimulierst, nicht stigmatisierst. Genau, und für mich zum Beispiel war es eben auch wichtig, beim Schreiben eben nicht unbedingt ein deutsches Publikum, im Kopf immer zu haben, sondern tatsächlich eben das Publikum, das mich berührt und das mich geformt hat und zu dem ich auch gehöre. Das heißt, für mich waren das immer geflüchtete Menschen, ülam-tamilische Menschen, Exilmenschen, staatenlose Menschen und Menschen, die keine Form der institutionellen Repräsentanz hier haben. Und das fand ich eigentlich für mich eigentlich so das Leitbild, das mich beim Schreiben so verfolgt hat. Wie war das für dich so? Ich glaube, in gewisser Weise ähnlich. In meinem Fall ist sozusagen das Thema des Buches ja nochmal ein anderes, weil ich mich mit Liebe und Diskriminierung beschäftige und wie unterschiedliche Formen von Diskriminierung sich auch in Liebe manifestieren. Einerseits natürlich im Hinblick auf Repräsentationen von Liebe, also wer wird dargestellt, wer wird alles auch nicht dargestellt, wie wird Liebe dargestellt, wie wird auch Liebe sozusagen eskaliert in der Gesellschaft im Sinne von wir kommen zusammen, wir heiraten und so weiter. Das einerseits ist natürlich einmal ein komplett anderes Thema, aber in meinem Fall, glaube ich, ist es natürlich trotzdem insofern ähnlich, als das für mich total wichtig war und ich glaube, das ist wichtig auch dazu zu sagen. Ich mache ja Bildungsarbeit vor allem auch zum Thema
Rassismus und aus intersektionaler Perspektive. Aber für mich war total wichtig, nicht ein Buch zu schreiben, was sich vornehmlich an Menschen richtet, die in all diesen Zusammenhängen privilegiert sind, sondern für mich war total wichtig, dass es auch sozusagen Materialien gibt, dass es auch Bücher gibt, die sich einerseits an Menschen richten, die selber auch zum Beispiel von Rassismus negativ betroffen sind oder auch sogar intersektional betroffen sind von verschiedenen Formen von Diskriminierung und aber gleichzeitig immer auch wieder in den Blick zu nehmen, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich selbst denke, aber ich glaube, das gilt für dich in gewisser Weise ja auch, in diesem Land sozusagen auch sozialisiert zu sein, auch wenn das nicht der einzige Aspekt ist, wie du es ja von dir selbst beschreibst, und für mich ist es ganz ähnlich, mit dieser Herausforderung umzugehen, dass natürlich auch Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, in gewisser Weise sich davon emanzipieren, ist vielleicht ein starkes Wort, aber sich davon auch emanzipieren müssen im Sinne von sich aktiv sozusagen mit dieser Diskriminierungserfahrung zu beschäftigen, um auch einen kritischen Umgang damit zu bekommen, um einen Umgang damit zu bekommen, der jenseits von vielleicht bin ich tatsächlich immer überempfindlich, liegt. Und ich glaube, das war so die Verantwortung, die ich sehr stark wahrgenommen habe. Also dieses, wie kann es einen Einstieg geben für Leute, die von unterschiedlichen Formen von Diskriminierung betroffen sind, einerseits, und wie kann sozusagen auch da eine Verständlichkeit stattfinden und gleichzeitig aber auch, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich zu schreiben für Menschen, die sich eben mit diesen Themen schon befasst haben und die aber trotzdem das Gefühl vielleicht wieder haben wollen, auch sich in Zeilen wiederzufinden. Willst du uns vielleicht eine kleine Kostprobe geben aus dem Buch? Das hast du aber schön gesagt. Tatsächlich ist es bei mir ganz ähnlich wie bei dir. Ich wollte ursprünglich auch was anderes lesen, aber ich musste gerade so ein bisschen an unsere VorrednerInnen denken, die ja sehr stark auch nochmal auf diese persönliche Ebene, auf dieses persönliche Erfahren eingegangen sind. Und deswegen lese ich jetzt einen Teil vor, wo es sehr stark darum geht, wie wir eigentlich Diskriminierung unter anderem auch erfahren können in Liebesbeziehungen, beziehungsweise was es eigentlich konkret bedeutet, Diskriminierung sozusagen am eigenen Leib zu erfahren. Wie wir uns in der Welt bewegen. Unsere Gefühle sind politisch. Wir können sie nicht unabhängig von unserer sozialen Position betrachten. Gleiches gilt für unsere Körper. Unsere Körper sind politisch. An ihnen spüren wir den Druck und die Blicke, den Schmerz und den Stress, die die gesellschaftlichen Skripte in uns auslösen. Unser Erleben in einer von struktureller Macht durchzogenen Gesellschaft ist gleichermaßen geistig, emotional und körperlich. Ein Prozess, der unser gesamtes Sein umspannt. Dieses Erleben ist auch in unseren Liebesbeziehungen, in denen wir diesem Stress ebenfalls begegnen können, bedeutsam. Der alltägliche Stress, den Unterdrückung schafft, kann unterschiedlich aussehen. So beschreibt zum Beispiel Tanja Kolodziecki auf ihrer Instagram-Seite mit Blick auf Ableismus die Alltäglichkeit des sich körperlich anpassen müssens. Zitat: Mund schließen, keine großen Bewegungen, nicht wackeln, das bringt weniger Blicke und Kommentare. Was normal aussieht, ist für mich jedes Mal wieder eine große Anstrengung, die ich nur über einen bestimmten Zeitraum halten kann, um mich maximal anzupassen. Auch als Antwort auf Ableismus. Zitat Ende. Ein paar andere Beispiele. Eine weiße Freundin erzählte mir kürzlich davon, wie groß der Stress für sie sei, in Konflikten mit Partnern nicht als übermäßig emotional zu erscheinen. Ein Freund von mir, der in einer ArbeiterInnenfamilie aufwuchs, erzählte mir von einer Beziehung zu einem Mann aus einer besseren Familie, die er beendete, weil er stets den innerlichen Druck verspürte, sich an dieses Besser anpassen zu müssen. Ich kenne solche Momente als schwarze und weiblich wahrgenommene Person gut. Wenn ich mich in einigen Teilen Deutschlands bewege, in denen ich mich weniger sicher fühle, ertappe ich mich beispielsweise dabei, dass ich besonders klar und deutlich spreche und extra freundlich auftrete. Es ist ein automatisiertes Verhalten, damit weiße Menschen sich sicher mit mir fühlen und mich nicht als Gefahr wahrnehmen. In meinem Körper zu sein ist anstrengend, ist mit Stress verbunden, denn ich muss für meine eigene Sicherheit die Sicherheit der Menschen herstellen, die durch mich niemals in Gefahr waren. Der Psychologe Resmaa Menakhim schreibt in seinem Buch My Grandmother's Hands, Racialized Trauma and the Pathway to Mending Our Hearts and Bodies, wie normalisiert es ist, dass Menschen, die Rassismus erfahren, weiße Körper schützen und besänftigen müssen. Zitat:
Viele von uns schützen und besänftigen für unsere eigene tatsächliche oder vermeintliche Sicherheit routinemäßig weiße Körper. Das machen wir auf unendlich viele Arten. In der Anwesenheit weißer Körper kleiden, sprechen und handeln viele von uns bewusst nicht bedrohlich. Wenn wir mit weißen Menschen sprechen, vermeiden wir möglicherweise sorgfältig Themen, von denen wir glauben, dass sie die Abwehr dieser Menschen auslösen könnten, wie zum Beispiel Ungleichheit, Unterdrückung, soziale Probleme und insbesondere Rassismus. Wir versuchen uns zu schützen, indem wir Weiße vor ihren eigenen Ängsten vor uns schützen. Für viele AfroamerikanerInnen wird diese geheime Absprache zur zweiten Natur, eine schützende, reflexartige Reaktion. So wie viele weiße Körper in Alarmbereitschaft gehen, wenn sie einen schwarzen Körper in der Nähe wahrnehmen, gehen auch viele schwarze Körper in Alarmbereitschaft, wenn sie sich in der Nähe eines weißen Körpers befinden. Aber hier gibt es einen Unterschied. Der weiße Körper verlagert sich tendenziell in den unmittelbaren Selbstschutz. Der schwarze Körper jedoch ist daran gewöhnt, den weißen Körper als Selbstschutzstrategie zu beruhigen. Zitat Ende. Die Zuschreibungen, aufgrund derer ich überhaupt in beschriebenen Automatismus verfalle, wirken auch in Liebesbeziehungen. Ein Freund erzählte mir beispielsweise einmal von seiner irrationalen Sorge darüber, dass sein Partner, mit dem er zunächst in dessen Geburtsland zusammengelebt hatte, ihn in seiner Vorstellung nur hatte heiraten wollen, um in Deutschland leben zu können. Eine, wie er heute selbst realisiert, rassistische Zuschreibung, vor allem aber ein Ausdruck seiner verinnerlichten Dominanz. Denn mit der Realität, die beiden sind seit vielen Jahren zusammen, hatte diese Angst wenig zu tun. Dieser Stress ist eben nicht nur Stress von außen. Er findet sich abhängig von unserer sozialen Position auch in Liebesbeziehungen wieder. Mareike Kaiser beschreibt dieses Gefühl in ihrem Buch Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht im Hinblick auf Klassismus eindrücklich. Zitat: Diesen Unterschied zwischen mir und anderen spüre ich oft. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass alle Menschen, mit denen ich längere romantische Beziehungen geführt habe, nicht oder nur kurz studiert haben. Meistens hatten sie auch wenig Geld. Als das einmal anders war, habe ich mich ständig minderwertig gefühlt. Nicht, weil mir diese Person das Gefühl vermittelte, aber ich fühlte mich einfach falsch. In einer Wohnung, in der teure Kunst hing, bei Abendessen mit FreundInnen, die alle unglaublich gut und vermutlich teuer gekleidet waren. Bei Gesprächen über KünstlerInnen, die ich gar nicht, und Urlaubsorten, die ich nur von Instagram-Fotos kannte. Zu der Zeit dieser Beziehung arbeitete ich in einem Bio-Supermarkt, um mir ein schlecht bezahltes journalistisches Praktikum leisten zu können. Die Klamotten, die ich bei der Arbeit an der Supermarktkasse trug, konnte ich nicht bei den Abendessen anziehen. Diese Beziehung war für mich der absolute Stress. Ich habe sie deshalb nach kurzer Zeit beendet. Zitat Ende. Sich falsch zu fühlen, sich anpassen zu müssen, beständig Sicherheit herstellen zu müssen, Teile der eigenen Identität und Realität unterschlagen zu müssen, damit andere Menschen sich wohler fühlen, ist kräftezehrend. Dieser Stress ist körperlich. Ich spüre an mir in solchen Momenten, wie meine Kehle sich zuschnürt, ich flacher atme, meine Schultern sich anspannen, manchmal auch das wütende Feuer an meinem Brustkorb, ab und an eine Schwere in der Magengrube und den verkrampften Kiefer. Es ist kein Zufall, dass Reshma Menakem in My Grandmother's Hands, in dem er sich mit transgenerationalem Trauma im Zusammenhang mit Rassismus befasst, meist von schwarzen Körpern und weißen Körpern schreibt. In seinem Buch beschäftigt er sich unter anderem auch mit der genetischen Manifestation von Rassismus und schlägt, weil Erfahrungen mit Unterdrückungen sich körperlich auswirken, einen Umgang mit diesen Erlebnissen vor, der genau dort ansetzt, am Körper. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei den Passagen, weil ich an sehr viele persönliche Erinnerungen und Erfahrungen denken musste. Vor allem in Bezug auf die Neutralisierung des Körpers und wie man den Körper verhandelt. Im Bewusstsein dessen, dass der eigene Körper aufgrund von Annahmen, andere rassistische Annahmen, eben auch als Bedrohung, Gefahr, Störfaktor wahrgenommen wird. Angefangen von, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Und das ist ein mehrheitlich-bürgerlich-deutsches Haus mit sehr viel älteren Menschen, was für mich auf jeden Fall eine Veränderung war, nachdem ich in einem
ja, viel gemischter so ein Haus einfach mit diversen Menschen noch gelebt habe davor. Was dazu geführt hat, dass ich in sehr alte Muster zurückgefallen bin und versucht habe, überfreundlich zu sein, mich total auch immer wieder anzukündigen, meine Präsenz, damit die Menschen nicht schockiert sind, falls sie mich dann quasi über, ja, vielleicht unbeabsichtigt quasi sehen und gar nicht damit gerechnet hätten, diese Art von Körper dort in diesem Raum zu sehen und eben auch diesen Menschen vielleicht als Bedrohung, als Eindringling in diesem Raum zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber hast du, seitdem du dein Buch jetzt veröffentlicht hast, Erfahrungen gemacht, die dich immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es trotzdem anders ist mit diesem Körper und als diese Person und mit diesen Geschichten quasi auf einem deutschen Markt in Lesungen, in öffentlichen Räumen zu stehen und eben auch mit einem mehrheitlich weißen Publikum auch zu interagieren? Wie war das für dich bislang? Ich musste gerade an zwei unterschiedliche Sachen denken. Also einerseits ist es tatsächlich bei mir meistens nicht so, dass mein Publikum mehrheitlich weiß ist, worüber ich auch nicht ganz unglücklich bin, ehrlicherweise. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber tatsächlich auch, dass ich musste an was anderes denken, da warst du auch, und zwar auf der Buchmesse im letzten Jahr beim Blauen Sofa. Und woran ich so ein bisschen denken musste, ist, also wen haben wir überhaupt wahrgenommen auf dem Blauen Sofa, wer ist tatsächlich eingeladen worden? Und was ich schon interessant finde, ist, dass ich so dachte, naja gut, wenn ich jetzt eine dick-fette Person zum Beispiel wäre, dann hätte mich da vermutlich kein Mensch gesehen. Also ich finde das schon wichtig, das auch nochmal so anzusprechen, weil was ich schon auch wahrnehme ist, dass ich sozusagen als normschöne Person echt nochmal auch anders durch die Welt laufe. Also in dem Zusammenhang denke ich da in letzter Zeit viel drüber nach und was es tatsächlich auch bedeutet, dass Menschen mich auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen und einerseits sozusagen mir dadurch auch Wissen zuschreiben, aber andererseits mir auch lieber zuhören. Ich glaube, das ist sozusagen eher die Perspektive, über die ich in letzter Zeit nachdenke. Aber tatsächlich nicht so sehr in den Lesungen selbst, weil, wie gesagt, also, und es überrascht mich ehrlicherweise auch, aber meistens ist es bei mir so, dass bei den Lesungen eigentlich wirklich mehrheitlich Menschen sind, die ebenfalls von Rassismus betroffen sind. Also ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich habe schon eine mehrheitlich, würde ich sagen, weißes deutsches Publikum. Klar, noch andere Menschen auch mit dabei, aber ich glaube schon, dass die Mehrheit aus weißen Menschen besteht. Und ich finde es immer interessant, vor allem ist es mir am Anfang aufgefallen, dass bei Signierstunden, anderen Interaktionen, vor allem bei Lesungen, wo ich eingeladen bin, dass es immer wieder Menschen gibt, die mich auf Englisch ansprechen, also die vielleicht Teil der VeranstalterInnen sind oder eben Menschen, die das Buch von mir signiert haben wollen, aber davon ausgehen, dass ich irgendwie auf Englisch geschrieben habe oder von einer anderen Sprache ins Deutsche übersetzt wurde. Und dann mich komplett auf Englisch quasi ansprechen und erwarten, dass ich auch auf Englisch antworte. Und sobald ich nicht auf Englisch antworte, sie erstmal irritiert reagieren. Und ich erstmal erstaunt darüber reagiere, dass man auf Deutsch ein Buch schreiben kann und trotzdem nicht richtig Deutsch kann. Genau, und auch nicht wahrgenommen wird oder dieses Buch auf Deutsch geschrieben zu haben. Und das ist eine bestimmte Art von Trennung des Körpers und des Geschriebenen gibt und dass also du wirst ganz anders konsumiert, deine Worte und dein Körper sind nicht eins zu eins und die sind auch nicht synchron für ganz viele Menschen und ich fand das immer faszinierend, dass selbst in diesem Stadium, wo man wirklich dann jetzt so die in den bürgerlichen höheren Ligen so spielt, trotzdem auch mit den Verlagen, deutschen Verlagen, Publikumsverlagen quasi auch publiziert und auch medial auch sehr oft rezipiert wird und dann eben auch Interviews gibt, alles auf Deutsch, man trotzdem nicht im Deutschen wahrgenommen wird und auch nicht als Mensch wahrgenommen wird, der eben auch sich im Deutschen artikulieren kann und auch eloquent sein kann. Und das fand ich eigentlich immer wieder faszinierend, dass selbst ein Buch dich aus diesem Dilemma nicht hinaushelfen wird. Und man immer wieder damit konfrontiert ist, dass die Menschen einfach, vor allem wenn man melaninreiche Menschen hat, schwarze Menschen hat, tamilische Menschen hat, dass man bei diesen Menschen einfach von Grund herauf eine Trennung stattfindet, dass man sie aus dem Deutschen heraus sourced und Schwierigkeiten hat, sie als fähig eben und auch als existent wahrzunehmen, obwohl es so viele von uns hier gibt. Ich finde es total spannend, weil diese Trennung erlebe ich zumindest mit Blick auf die Sachen, die ich so veröffentlicht habe, nicht. Also meine Erfahrung ist da tatsächlich eine ganz andere und trotzdem wundert mich deine Erfahrung überhaupt nicht, weil ich glaube, es ist so ein bisschen wie der Deutschförderunterricht. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie in gewisser Weise zurückgeschickt werden in den Deutschförderunterricht, weil tatsächlich so eine gewisse Asynchronität auf deinen Körper projiziert wird oder auf unsere Körper projiziert wird. Und das finde ich ein total spannendes Moment, weil ja genau sich daran auch nochmal
so krass diese Deutungshoheit manifestiert und dass sie aufrechterhalten werden muss, nämlich dadurch, dass du immer wieder in dieses Außerhalb ja verwiesen wirst, auf unterschiedliche Art und Weise, unter anderem eben damit. In deinem Buch hast du auch ganz viel mit Forschung gearbeitet und ich habe mich gefragt, warum es dir so wichtig war, mit Forschungsergebnissen, aber auch mit Forschenden zu sprechen, um dein Buch zu schreiben. Naja, also ehrlicherweise ist mein Buch ja sowieso eine Mischung aus Forschung, aber auch viel persönlichen Erzählungen und dann habe ich auch noch literarische Teile drin, die nochmal so ein ganz eigenes Element sind und ein ganz eigenes Moment auch im Buch sind. Und ehrlicherweise, also zwei wirklich sehr pragmatische Sachen, ehrlicherweise, weil ich mich wirklich einfach für Forschung interessiere und andererseits aber auch, weil ich einfach total gerne Leuten zuhöre, die sich für eine Sache ernsthaft interessieren und sich damit befasst haben und einen Gegenstand gedreht und gewendet haben. Und ich wirklich eigentlich auch für mich und für meinen Alltag etablieren will und auch versuche sozusagen zu etablieren, so Momente von, wo habe ich eigentlich Momente, wo ich etwas dazulernen kann, wo habe ich eigentlich Momente, die für mich geistig stimulierend sind, wo habe ich eigentlich Momente, wo ich die Möglichkeit habe, Dinge zu verknüpfen, die ich vielleicht vorher so noch nicht verknüpft habe. Also wirklich auch als neugierige Person, die ich bin. Und dein Buch ist jetzt, ich glaube, 6 Monate auch alt, oder? Wie fühlt es sich für dich an, jetzt schon seit 6 Monaten ein Buch auf dem Markt zu haben, es Lesereisen gehabt zu haben, bestimmt, also viele Menschen auch begegnet zu haben, Gespräche, Fragen? Wie fühlst du dich mit dem Buch? Und genau. Also was ich vielleicht kurz erzählen kann, ist, wir sind ja mit der Bahn zusammen hierher gefahren und haben so ein bisschen über die Absurdität gesprochen, die der deutsche Buchmarkt ist, nämlich du hast gerade quasi ein Buch veröffentlicht und musst eigentlich schon ein Exposé schreiben fürs nächste Buch und eigentlich schon gedanklich ganz woanders sein und gleichzeitig aber auch, das hattest du so ein bisschen erzählt, wenn es dann neue Auflagen gibt, zu gucken, was sind eigentlich die Fehler in dem Buch. Also es ist so eine seltsame Gleichzeitigkeit von vielen unterschiedlichen Arbeitsweisen und Arbeitssträngen. Und ich weiß sozusagen, dass ich eigentlich woanders sein müsste. Eigentlich müsste ich sozusagen schon ein Exposé fertig haben und so weiter. Aber ich merke für mich auch, dass ich mich dieser Logik irgendwie entziehen möchte. Und für mich ist, glaube ich, gerade der Punkt, also einmal bin ich sehr froh darüber, dass ich schreiben konnte, was ich ursprünglich schreiben wollte. Ich glaube, bei dir ist das wahrscheinlich auch nicht so anders, ehrlich gesagt. Aber tatsächlich mich auch zu fragen, was will ich eigentlich machen? Worauf habe ich Lust? Was ist etwas, was mich mit Freude erfüllen würde? Was ist etwas, was mich interessiert? Ich glaube, ich bin gerade tatsächlich so an diesem Punkt, weil ich schon merke, in mir bildet sich so langsam eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Und ich denke so total über die Figuren auch in der Geschichte nach. Das heißt, ich glaube, ich bin gerade woanders und in meinem Fall ist es ja so, dass der Verlag, bei dem ich veröffentlicht habe, existiert so gar nicht mehr. Das heißt, das ist, glaube ich, schon nochmal eine ganz andere Erfahrung als bei dir zum Beispiel, wo dann Leute da hinterher sind und irgendwie nochmal gucken auf Verkaufszahlen und wie können diese Verkaufszahlen verbessert werden und so weiter. Das habe ich alles tatsächlich gar nicht mehr, sondern bei mir ist wirklich eigentlich einfach niemand mehr. Und es gibt mir natürlich in gewisser Weise auch Freiheit und gleichzeitig aber hatte ich auch zwischenzeitlich eine Trauer, weil ich dachte, naja gut, das kann nicht so richtig weitergehen jetzt damit, aber das ist irgendwie stresst mich das auch nicht mehr. Also ich finde es auch eine sehr komische Position, in der man ist, in der man wirklich sich auch gar nicht für den Moment so bewusst in dem Moment auch ist und auch sein kann, weil man wirklich die ganze Zeit vorplanen muss. Zum einen Veranstaltungen, die irgendwann im nächsten Quartal sind, zum anderen aber eben auch die nächsten Schritte, wie man weitergeht, was man danach macht. Ich muss sagen, seitdem das Buch draußen ist, war schon für mich zum Beispiel eine ziemliche Achterbahnfahrt, auch emotional. Aber in gewisser Weise habe ich mich jetzt schon ein bisschen zurückgezogen, auch so ein bisschen distanziert von den ganzen Trubel um ein Buch und die ganze Presse, aber auch für die Veranstaltungen. Ich versuche so ein bisschen auch mehr für mich auf eine Suche zu finden, die mir auch ein Leben erlaubt, das nicht nur jetzt aus Lesungen und Tourreisen so besteht, sondern wirklich eben auch eine Beständigkeit eben auch erlaubt und eben auch einfach zu Hause zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was mich sehr stört, weil man ja heute zum Beispiel nicht mehr nur einfach ein Buch schreiben kann und das Buch in die Welt schicken kann und dann erwarten kann, dass es sich von selbst irgendwie an die Lesenden irgendwie gelangt, sondern wirklich, man muss als schreibende Person so oft eben vor allem aus marginalisierten Verhältnissen dem Buch nachlaufen oder dem Buch vorausgehen und das Buch verkörpern. Man wird ja selbst zur Werbefläche, die konstant
präsent sein muss, konstant erreichbar sein muss und immer wieder eben auch das Buch befeuern muss, damit das Buch besprochen wird, gesehen wird, verkauft wird und die Menschen sich dafür interessieren. Und das finde ich tatsächlich anstrengend, weil mein naives Verständnis war eigentlich bislang, ich schreibe oder ich liefere etwas, was ich für inhaltlich gut finde und das ist meine Aufgabe. Und damit hat sie sich erfüllt. Der Rest ist in meinem Kopf zumindest, war es immer so, das ist jetzt die Aufgabe des Verlages oder der Presse und das ist so ein bisschen außerhalb meiner Kontrolle. Aber ich, das, was ich jetzt so für mich jetzt erlebt habe, ist eher so, dass du konstant diesem Buch hinterherrennen musst und konstant dieses Buch bewerben musst. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir heute vor allem in der Zeit leben, in der junge Menschen, vor allem marginalisierte Menschen aus sozialen Medien heraus rekrutiert werden, konsumiert werden und dementsprechend auch Erwartungshaltungen bestehen, dass man eben auch die eigenen sozialen Medienplattformen auch nutzt für die Bewerbung, für die Selbstausbeutung in gewisser Weise, für einen Verlag, weil im Endeffekt ist natürlich immer das auch eine Industrie, in denen die größten Profitmargen nicht die AutorInnen erhalten, sondern wirklich andere Menschen. Was du gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde nicht nur Werbefläche zu sein, sondern im Grunde ist es ja auch eine Form von Konsum auch deines Körpers. Also und mit Blick auch auf deine körperlichen Ressourcen, deine Energie, deine Freude und so weiter. Aber ich würde vielleicht trotzdem gerne nochmal zumindest kurz zum Thema Hoffnung kommen. Dein absolutes Lieblingsthema. Du hast ja ein Buch geschrieben, von dem ich sagen würde, dass es kein besonders hoffnungsvolles ist. Und ich glaube, es war auch nicht dein Ziel, ein hoffnungsvolles Buch zu schreiben. Oder eins mit einem gewissen, ich würde mal überspitzt ausdrücken, Lernauftrag. Und ich würde sagen, dass ich in gewisser Weise ein hoffnungsvolles Buch geschrieben habe. Kannst du dich anfreunden damit, dass ich sage, dass dein Buch nicht hoffnungsvoll ist? Kann ich sehr. Ja, ich glaube, wir leben so ein bisschen so in einer Zeit, in der immer wieder auch in Interviews oder in anderen Situationen, auch in Filmen, immer wieder eine Erwartungshaltung existiert, dass es ein Happy End geben muss oder dass es so einen positiven Abschluss geben muss und dass die Menschen nicht mit einem negativen, schweren, melancholischen Gefühl herausgehen dürfen. Und die Angst habe ich nicht, weil ich eher versuche, realistisch für mich zu sein und eben auch zu sagen, vielleicht manche würden sagen pessimistisch, aber ich glaube eher, im Angesicht der Welt, in der wir leben, finde ich den Pessimismus eigentlich ganz gesund und auch eher realistisch. Klar, du wolltest, dass ich jetzt über Hoffnung rede, aber nicht direkt. Ich glaube, vor allem mit dem Thema, mit dem ich mich befasse, ich glaube, da geht es auch ganz viel darum, dass wir das Betrauern und das Zählen der Verluste eben auch als Störfaktor empfinden und eben auch so schnell wie möglich hinter uns lassen wollen, weil das ein schwerer Akt ist, ein sehr bedrückender Akt ist, der uns fast schon verfolgt. Aber ich finde es unmöglich zu verstehen, wer wir heute sind, ohne zu verstehen, was wir alles verloren haben und was uns alles genommen wurde. Und das ist in der Masse einfach so überwältigend, dass viele Menschen einfach paralysiert darauf reagieren und versuchen einfach nach vorne zu schauen und das, was hinter ihnen liegt, so ein bisschen zu ignorieren. Und das ist total menschlich. Und ich glaube, das macht die Mehrheit der Menschen. Aber ich glaube, es muss immer wieder Menschen auch geben, die wirklich die Wunden zählen und die Wunden eben auch versuchen zu erörtern und zu benennen. Und dabei eben auch den Schmerz vielleicht auch als konstruktives Mittel verstehen, um eben auch den Widerstand und die Veränderungen zu fördern. Ich finde das spannend, weil ehrlicherweise glaube ich, dass das wahrscheinlich unsere Bücher auch verbindet, nämlich du hast gerade davon gesprochen, was zu verstehen, wer wir sind und was wir auch alles verloren haben und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Verbindung auch, aus meiner Sicht zumindest, unter anderem zwischen unseren Büchern, nämlich, dass ich auch glaube, dass es total wichtig ist. Also dieses wahrzunehmen, wer wir auch alles nicht sein können in der Gegenwart, wer wir auch alles nicht sein können unter diesen ganzen unterdrückenden Zuschreibungen. Und das meine ich tatsächlich nicht ausschließlich für Menschen, die Unterdrückung am eigenen Körper erleben, sondern das meine ich genauso auch für Menschen, die privilegiert sind in vielerlei Hinsicht. Und ich finde diesen Aspekt, den du aufmachst, so wichtig, weil ich auch immer wieder den Eindruck habe, dass Menschen mit verkürzten und vereinfachten Strategien sozusagen so sehr komplexen Realitäten
entgegenstehen wollen, ohne wahrzunehmen, dass das eben eigentlich einfach nicht möglich ist. Und ich finde es spannend, weil die Rückmeldung, die ich zum Beispiel oft bekommen habe, insbesondere auch von Menschen, die selber unterschiedliche Formen von Diskriminierung erfahren, ist, dass sie so meinten, ah, ich habe dein Buch gelesen und ich dachte, ich kann das irgendwie einfach einer Person sozusagen auf den Tisch klatschen, so, du bist privilegiert, liest es mal, sondern, und mein Punkt war aber tatsächlich auch zu sagen, ich glaube, diesen Akt des Verlustes einmal zu betrauern und aber auch zu überlegen, für mich zumindest, auch für die alltägliche Praxis und mit Blick auf Liebe natürlich auch, wie können wir eigentlich uns auch jenseits sozusagen von diesen Zuschreibungen kultivieren, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich auch zu sein, wie können wir mit denen auch brechen, wie kann sich das auch anfühlen sozusagen unter all diesen sozusagen vielen Schichten, unter denen wir uns irgendwie bewegen müssen und vielleicht auch gar nicht so richtig wissen können, wer wir vielleicht alternativ wären sozusagen, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, damit auch einen kritischen Umgang zu finden. Das heißt, ich glaube, in meinem Fall ist es wahrscheinlich so ein Ding aus einerseits sozusagen betrauern, wer wir nicht sein können und zu überlegen, und wie können wir vielleicht auch eine gewisse, ja, wie so eine gewisse Neugier vielleicht auch für uns selbst entwickeln und dafür, wer wir vielleicht aber eben auch sein können aus dieser Trauer heraus. Ich finde ja auch so ein bisschen Trauer, der Schritt des Trauens oder die Zeit des Trauens wird ja oftmals übersprungen, vor allem nach einer Gewalttat vor allem. Geht man ja oft über in den Kampf und den Kampf um Gerechtigkeit, und das Trauern wird dann immer wieder so als ja, als Störfaktor auch, wie ich schon vorhin meinte, gesehen, und dementsprechend eben auch als etwas, es wird feminisiert, es wird vielleicht sogar als weich, kontraproduktiv dargestellt, aber gleichzeitig finde ich eigentlich, dass das Trauern eigentlich auch eine Form von Widerstand ist und das Trauern in vielen Kulturen eben auch im Kampf total integriert ist und dass keine Kultur auskommt ohne eine Form von Trauer. Und das Trauern darf kein Luxus sein und auch darf auch nicht zum Luxus werden, weshalb ich zum Beispiel in meinem Buch das auch ganz wichtig finde, dass ich keine Antworten liefere, sondern wirklich einfach nur ein Gefühl versuche zu vermitteln. Und ich glaube, das ist das, was wir in Debatten hier heute was zu kurz kommt, und ich glaube, es hat ja einer der vorherigen Sprecherinnen ja auch gesagt, dass das Gefühl nicht vermittelbar ist, wenn man nicht diese Erfahrung hat. Und ich glaube, in diesen Debatten geht es nicht so oft, also finde ich zumindest, sind die Fakten für mich manchmal ein bisschen sekundärer als jetzt wirklich das Gefühl. Und das Gefühl ist für mich eigentlich das, was nicht jede Person haben kann, aber gleichzeitig auch nicht jede Person haben wird, oder weil die Geschichte so ist, wie sie ist, aber gleichzeitig eben eine Art von Sensibilität für diese Gefühle eben auch existieren sollten, noch etabliert werden sollten. Und trotzdem würde ich dich vielleicht abschließend fragen wollen, findest du nicht, dass Schreiben und in gewisser Weise auch Testament ablegen ein hoffnungsvoller Prozess ist? Ja, ich weiß nicht unbedingt, ob für mich selbst, aber ich finde, wenn ich immer wieder von anderen Menschen Reaktionen höre, wie sie auf mein Buch reagiert haben, wie sie es gelesen haben, wie sie sich gefühlt haben, dann merke ich jetzt gerade, ich bin im Prozess dessen, dass ich so anerkenne, okay, dass es einen Sinn hat und dass es Menschen berühren kann und in Menschen etwas eben auch auslösen kann, was ich als vielleicht nicht intendiert oder doch vielleicht intendiert betrachte, und dementsprechend ich dann auch viel mehr einen Sinn darin auch sehe in meiner eigenen Arbeit, in meinem eigenen Schreiben, als dass es vielleicht in dieser isolierten Phase des Schreibens, wo man niemanden sieht außer den Laptop und dann eine E-Mail von der Lektorin und dabei eben auch gar keine Rückmeldung bekommt, was man schreibt, wie man schreibt, für wen man schreibt und was das in anderen Menschen auslösen kann. Ich glaube, das hast du vielleicht auch erlebt in dem Prozess dessen, dass du jetzt wirklich eine Leserinschaft hast, die jetzt spezifisch auf dein Buch, nicht deine Kolumnen, deine anderen Bücher, sondern dieses Buch, auf dieses Buch reagiert. Total, ich kann viel mit dem anfangen, dass in gewisser Weise ein Buch herauszubringen ja auch bedeutet, die Kontrolle über die eigenen Gedanken und die eigene Arbeit abzugeben. Und das ist nicht nur schön, aber ich finde, es kann auch sehr schön sein. Ich habe vor kurzem zum Beispiel die Rückmeldung von einer schwarzen Person bekommen, dass sie das erste Mal an sich zuerst körperlich wahrgenommen hat, dass etwas passiert ist, was sozusagen eine rassistische Grenzüberschreitung war, und dann sozusagen auf der intellektuellen Ebene, und dass sie aber dadurch in der Lage war, fürsorglich zu sein zu sich selbst, weil nämlich direkt sozusagen so ein Impuls kam von
Ich fühle es. Und ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich so ziemlich die schönste Rückmeldung, die ich bekommen kann. Und tatsächlich aber eben auch eine, die ich sicherlich nicht genauso intendiert habe, sondern du schreibst ja sozusagen aus einer Aufrichtigkeit heraus, so gut es eben möglich ist, und auch aus einer Verantwortlichkeit heraus, darüber haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen gesprochen, und gibst dann aber ab und lässt natürlich andere Menschen auch ihre Bezüge haben, und in gewisser Weise, glaube ich, ist das für mich auch hoffnungsvoll. Ich finde es ja auch schön, dass ein Buch eigentlich, das Schreiben des Buches nicht mit der Abgabe selbst beendet wird, sondern wirklich das Buch lebt ja weiter in anderen Menschen und die Worte leben weiter und du gibst auch eine gewisse Art von Kontrolle auch ab. Dass das Buch dann so ein Eigenleben, so ein Nachleben auch hat, dass du dann selbst manchmal eben auch erschrocken begegnest, wenn du mit Menschen interagierst, die dann das Buch weiterbeleben. Und das finde ich eigentlich ganz schön zu sehen, wie die Dinge, die du jetzt gesagt hast und geschrieben hast, jetzt quasi für sich stehen, aber von jeder Person anders wahrgenommen werden, anders eingeordnet werden und auch dementsprechend anders weitergetragen werden. Und vielleicht sehe ich darin etwas Hoffnungsvolles, dass sich es multipliziert und damit vielleicht eben auch andere neue Geschichten geschrieben werden können. Das ist total schön und ich fand es auch schön, dass wir keinen übergeordneten Plan haben, abgesehen von bestimmten Themen, über die wir so ein bisschen gemeinsam sprechen und reflektieren wollten und Bezüge dazu finden wollten. Und wir würden aber gerne noch die Möglichkeit geben, zumindest zwei oder drei Fragen aus dem Publikum zu hören, also und natürlich nach Möglichkeit auch zu beantworten. Ihr sprecht also nicht einfach nur in den leeren Raum hinein. Aber genau, also wir geben gerne ein Mikrofon ab und ihr könnt ja einmal kurz überlegen, ob ihr eine Frage habt oder vielleicht auch einen Gedanken, den ihr teilen wollt. Genau, für den Fall, dass ihr keine Fragen habt, möchte ich noch ganz kurz darauf verweisen, dass wir zumindest noch ein paar Minuten haben, um etwas zu unterschreiben. Das heißt, für den Fall, dass eine Person hier ist, die ein Buch hat, dann schreiben wir natürlich gerne auch noch was rein. Ansonsten bleibt uns nicht so viel anderes übrig, als uns bei euch zu bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Für alle diejenigen, die in den Safer bzw. Care Space gehen, ist natürlich nicht so, dass wir allen anderen keinen schönen Abend wünschen, aber wir wünschen euch natürlich noch einen guten Austausch. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ich muss so viel sagen.